Herzlich willkommen, Freunde, Servus und Hallo zu einer neuen Mod-Vorstellung vom Tackleberry. Freunde, Achtung, Attenzione, aufpassen. Ist nicht ganz unwichtig, was ich jetzt sage, folgendes. Wir haben hier eine Mod, die es so noch nie gegeben hat. Was aber wichtig ist zu sagen, ist bitte, bitte, bitte macht's nicht den Fehler und dort den Mod auf die Optik oder wegen der Optik bewerten. Macht's nicht den Fehler, optisch ist das noch nicht, das sage ich ganz deutlich, noch nicht gut. Das kann man direkt so sagen, das ist so. Das wird noch verfeinert. Es geht bei dem Mod in aller erster Linie nicht um die Optik. Wie gesagt, in aller erster Linie natürlich. Wenn das dann fertig ist und so weiter, dann ist es schon so, dass man natürlich auch ein optisch ansprechendes Gerät haben möchte. Was aber viel cooler ist und was diesen Mod besonders macht, so besonders, dass er vorgestellt wird, ist die Funktion, Freunde. Wir haben hier jetzt einen Premus 5000 von der Firma Krone, der uns direkt Pellets vom Feld liefert. Das ist genial, kann man so sagen, weil wir haben hier Folgendes vorbereitet. Kollege Drescher fährt da hinten seine Bahnen. Wir haben hier eine Schwarzstroh und die Schwarzstroh werden wir dazu benutzen und da sage ich das gleich mal, es erklärt sich wirklich von alleine. Das ist unglaublich. Ich habe hier schon mal 3 Liter rein, also ich kann das nur mal ganz kurz zeigen oder noch kurz zeigen, es steht hier quasi nichts links oben, also Umschalt links D, W und A sind die wichtigsten Funktionen. Wir haben hier nämlich die Möglichkeit, dass wir entweder Kraftfutter pressen, Biomasse pressen oder Brennstoff pressen. Das ist richtig geil, das gibt entweder Futter oder Silage oder Hackschnitzel. Zwar vielleicht, möglicherweise, ein bisschen unlogisch, dass aus Stroh Hackschnitzel kommen, aber gut, aber gut. So, theoretisch könnt ihr jetzt einfach mal hier Umschalt W und D und da steht schon rechts unten, beziehungsweise wenn voll, dann Kraftfutter oder wenn voll, dann Biomasse oder wenn voll, dann Brennstoff. Also ich würde jetzt, man sieht es da unten, das finde ich besonders geil, dass das rechts unten im Symbol in der Anzeige angezeigt wird mit dem richtigen Symbol. Ihr braucht natürlich noch den Add Fill Types vom IFCO. Und dann passt das auch wieder sehr gut. So, wenn voll, dann Biomasse, könnte man Silage machen. Ich möchte aber eigentlich, ist mir eigentlich wurscht, was ich mache. Silage können wir da hinten abkippen. Abkippen wird nur eine Besonderheit, Freunde, weil abkippen geht nur überladen. Aber das macht ja grundsätzlich nichts, das ist ja nicht verkehrt. So, dann fahren wir hier mal los. Und was schön zu sehen ist, ist, dass hier wirklich gleich direkt Pellets rauskommen. Das ist, finde ich ziemlich geil, durch diese kleine Trommel. Das erinnert mich so ein bisschen an die Goldwaschanlagen vom Klondike, die auch mit so Trommeln, aber ist wurscht, natürlich nicht das gleiche. Schöner Einzug da unten, kann man sich nicht beschweren, ja, coole Sache, funktioniert im Prinzip her, von den Funktionen her, wie eine Ballenpresse, ja, mit dem kleinen, aber entscheidenden Unterschied, dass hier keine Ballen rauskommen, sondern Pellets. Und die Pellets wären auch an dementsprechend, wenn voll, eben dann zum Beispiel hier in meinem Fall Biomasse. Wir werden jetzt hier noch voll machen. Wir haben hier nur zusätzlich die Funktionen aktuell drinnen, dass wir hier Licht haben, Arbeitslichter quasi. Das ist schon mal ziemlich schön. Und auch die Beleuchtung ist schon verbaut. Die ganze Texturgeschichte wird sicherlich noch angepasst. Die ist aktuell noch nicht wirklich top. Aber, wie gesagt, da wird ja noch was gemacht. Das ist ja noch nicht fertig. Ja, so, so geile Geschichte hier. Das ist nämlich wirklich, wirklich sehr einfach gehalten und ich weiß nur nicht, ob das ein Prototyp ist oder ob es das wirklich gibt. Wir brauchen allerdings, Freunde, und das ist wichtig, nämlich 400 PS. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Eine Arbeitsbreite von 2,40 Meter ist auch nicht so wenig. Also für normale Schwaden ist das absolut ausreichend. Also wirklich, also das sieht man ganz gut, dass man hier dementsprechend nichts übrig lässt. Wir haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit von 5 km/h, finde ich aber auch passend, weil normalerweise hätten wir hier wesentlich, wesentlich mehr Arbeitsschritte und somit kann es ein bisschen langsamer gehen, dafür halt etliche Arbeitsschritte erspart. Ballen pressen, verladen, transportieren, abladen, lagern und pelletieren. Das fällt alles weg, weil hier haben wir einen Vollernter, der die Pellets direkt gleich vom Feld in die jeweilige Anlage dann bringt. So, haben wir hier einmal voll. Jetzt möchte ich natürlich auch wissen, wie funktioniert es mit dem Überladen, Freunde. Zu diesem Zwecke einfach mal hier die Taste O drücken, das Förderband geht auf
Und wir müssen jetzt einfach mal, ja, nehmen wir hier mal, weil wir ganz lustig sind, hier den da hier, weil wir es können, beziehungsweise den da hier, weil er einfach gut dazu passt. Wenn ich den hier schon mal habe, möchte ich noch ganz kurz zeigen, wie die Funktionen zu finden unter Ballentechnik, hier optisch im Shop. Ja, gibt es also quasi in echt auch, ist jetzt der Beweis erbracht. Schöne, kurze, kleine Beschreibung, wirklich sehr, sehr schön, steht aber alles drinnen, was man braucht. Das ist natürlich dann dementsprechend schon mal sehr, sehr cool. Wenn wir das Ganze gekauft haben, sind die Funktionen wirklich übersichtlichst. Also das ist wirklich löblich. Achtung, vor zurück. Ja, so, da steht nämlich wirklich nur das, was bei normalen Presse auch steht. Außer des Rohrs fahren, also anschalten, Pickup senken und das Rohr dementsprechend. Das ist dann auch schon alles. Und wir werden jetzt nochmal ranfahren und ich möchte es überladen nochmal zeigen und möchte nochmal zeigen, ob wir das dann direkt abkippen können. So, Freunde, dann fahren wir hier mal rüber. Mit Deutz. So, ja, düsen wir rüber und schauen wir mal, ob es automatisch überlädt. Ich hoffe es, ich glaube es aber auch, ich weiß es aber noch nicht. Das werden wir uns jetzt genau anschauen, ob es hier, wie gesagt, automatisch beginnt zum Überladen. 9000 Liter haben wir schon erwähnt, ist die Kapazität im Bunker und wir können hier automatisch überladen. Ja, die Fieldhype ist ganz geil. Ich weiß nicht, also es sind noch etliche Verbesserungen nötig, optisch auf jeden Fall. Also das ist wirklich, muss man echt so sagen, aber das ist ja nicht negativ gemeint. Ich finde die Idee dahinter extremst geil und außerdem finde ich es extrem geil, dass das bis jetzt noch nicht gegeben hat und jetzt quasi neu ist. Das ist einmal schön, dass auch zum Ende hin das LS15 und Mods kommen, die es noch nicht gegeben hat. Das finde ich persönlich schon extrem geil, sogar weil immer dieser oder oft oder phasenweise halt dieser Mod-Einheitsbrei ist dann so ein bisschen aufgebrochen und das ist dann sehr, sehr schön. So, aber im Hänger kann man schon erkennen, Freunde, wir haben hier Silage drin. Und das ist quasi der einfachste, schnellste, beste, tollste, schönste Weg, dass wir hier Silage machen. Das möchte ich mal so betonen. Ist natürlich nicht ganz preiswert, das muss man schon offen und ehrlich gestehen. Also wir haben hier einen Anschaffungspreis von 190.000. Das ist, und 400 PS Traktor musst du auch erstmal haben. Das sind zwar Geschichten, aber grundsätzlich ist beides gut möglich. Und ist beides, wenn man es mal hat, natürlich enorme Zeitersparnis. So, habe ich jetzt nur hier ein Durchfahrsilo, nicht wirklich, aber hier hätten wir schon mal Silage drauf. Das könnte man theoretisch dazu kippen. So, auskippen und wir dann 8500 Liter geilste Silage hier dazu kippen. Ändert nur minimal was bei meinem Silo, 1% mehr. Aber es hat funktioniert und ich bedanke mich inständig beim Tackleberry. Unglaublich, wirklich unglaublich, sehr, sehr geil. Skript ist von Maro. Und die Anregungen sind von der Crew von Maro.net, also sehr geile Idee, ich bin sprachlos. Die Log ist auch noch fehlerfrei und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit mindestens genauso einem geilen Mod. Das wäre natürlich extremst geil. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.